Herzlich willkommen zu einem Promi-Geflüster hier im Zillertal. Wir sind in Fügenberg im Gogelhof und da gibt es heute die CD-Präsentation, die erste CD von Kristallduo. Kristallduo, ja, wieder eine musikalische Bereicherung hier im Tal. Aber der Martin, der Bandleader sozusagen, der hat mir eigentlich schon im Vorfeld irgendwie verraten, ihr spielt schon ein Weilchen zusammen. Erstmal hallo und herzlich willkommen. Danke für die Einladung. Also ja, wir spielen seit 2011 miteinander. Also haben wir angefangen auf der Hochzeit und seitdem hat sich das eigentlich so entwickelt. Richtig, also da haben wir zum einen den Martin und rechts außen, wer ist das? Ich bin der Heinz. Der Heinz und der Martin. Und dann haben wir noch einen ganz jungen Burschen neben dabei. Wer bist du? Grüß dich, ich bin der Franz. Der Franz und ich bin der Frank. Wir haben eigentlich fast die gleichen Namen, plus der letzte Buchstabe, den müssen wir tauschen, gell? Na, passt's. Ja, jetzt 8 Jahre seid schon zusammen und jetzt erst die CD. Wie kommt's dazu? Ja, wir haben eigentlich, haben wir uns nie getraut, eine CD zu machen. Jetzt haben wir uns gedacht, jetzt versuchen wir es wirklich. Ich habe den Titel geschrieben. Jetzt haben wir es probiert, einmal aufnehmen und ist eigentlich halbwegs gelungen, sage ich so. Okay, sehr gut. Und Titel, die sind jetzt aus eurer eigenen Feder entstanden oder wie, wer hat da dazu beigetragen? Genau, denn aus eigener Feder kommen. Prima. Und dann muss man jetzt natürlich dazu sagen, der junge Bursche hier, der Franz, der gehört zu einem ganz speziellen Musiker, den wir auch schon lange kennen, also zu einem Trio. Verrät es? Ja, also ich bin der Bub von Martin von der Ursprungbaum. Von der Ursprungbaum. Und wenn wir jetzt rüberschauen, er hat sich hier neben mich gesetzt, der Martin. Servus, grüße dich. Auch dir ein herzliches Willkommen. Servus, grüß dich. Lange, lange haben wir uns nicht mehr gesehen, aber ihr habt auch einiges zu feiern gehabt jetzt im letzten Jahr, glaube ich. 30-Jährige oder wie lange gibt es euch schon? Also es gibt ihn schon lange, aber so lange auch noch nicht. Auch noch nicht? Also oder 25? 25. So Entschuldigung. Kein Problem, also 25 Jahre Ursprungbaum haben wir im letzten Jahr gefeiert und jetzt geht es sozusagen ins 26. oder wir haben schon im 26. Prima, prima. Dann kommt nachher der Andreas noch dazu im weiteren Teil. Wir unterhalten uns jetzt erstmal nochmal um die Kristallduo. Was hältst du von den Burschen? Also ich muss ganz ehrlich sagen, wir haben ja ein bisschen verwandt auch noch mit dem Martin und ich muss sagen, ich habe mir die CD angelost, die ist wirklich eine ganz nette und eine bärige CD und es freut mich natürlich oder freut uns, wenn die Jungen natürlich auch die Volksmusik mögen und schätzen und ich glaube, die haben noch einiges die nächsten Jahre vor. Mit Sicherheit, denke ich auch. Also das, was wir jetzt vorhin schon im ersten Teil gehört haben, das klingt schon ganz gut. Und die junge Bereicherung da natürlich, das macht es auch noch. Ist jetzt auf der CD, auf dem Cover nicht mit drauf. Wird er euch jetzt weiterhin begleiten? Also ich hoffe natürlich, dass er uns weiterhin begleitet, der Franz. Weil Franz ist sowieso ein guter Musikant. Ja. Auf den Eltern 14 Jahre steht es und macht es ganz gut. Und der Apfel fällt ja nicht weit vom Stamm, wie man so schön sagt. Gell? Und verwandt seid ihr ja auch noch miteinander. Da fällt ja das ganz leicht eigentlich, oder? Das gleiche Blut sozusagen. Genau. Das Zillertal ist ja eh das musikalischste Tal Österreichs, sagt man immer. Gell? Ist das nach wie vor noch so? Ich hoffe natürlich, dass das so ist, weil ich weiß nicht, das kommen wir von überall her zu Musikgruppen. Aber und du bist am Zellberg daheim, hast du mir verraten. Also da sind ja auch einige unterwegs. Zellberg, Burm und wie sie alle heißen. Ja, also da sind viele um. Jeden Haushalt ist ein Musikant schon. Entweder Musikant oder haben sie Gasthof oder Hotel oder sonst was noch dabei. Also Tourismus bestens versorgt. Genau, also tadellos alles so. Ja, was kann man so sagen zu den Titeln? Was ist es, was ist drauf zu finden? Das typische Volkstümliche, oder? Ja, Zillertaler Geigenklänge, bohrische Walzer, alles was man so haben will. Und Auftritte, wo seid ihr überall unterwegs, wo geht's da? Jetzt fragen wir mal einen Heinz. Ja, eigentlich überall, so, wo sie halt eigentlich was ergibt und nächster Auftritt, wo haben wir denn jetzt nochmal? Das ist in Milzobmone, bei Halle ist das und geht es halt noch so weiter, was soll das so ergibt noch sozusagen. Also dann mehr so im Tiroler Raum oder durchaus auch mal über die Grenzen hinaus? Dem, wo er gebucht wird, ne? Also wir wollen Gelsenkirchen auch schon, also ist, weißt, 8 Stunden vor oder so. Und ist natürlich gefreut und wir haben da jetzt alle Leo. Prima. Und die Verbindung mit den Ursprungbuben, wie geht's da? Und ergänzt ihr euch da auch oder macht ihr da mal was zusammen? Wie schaut es da aus? Das müssen wir noch schauen, wenn wir dann, vielleicht machen wir mal miteinander einen Titel. Das müssen wir noch, schauen wir es noch.
Was sagt der Chef der Ursprungbaum dazu? Da haben wir nichts dagegen, wenn der Titel passt, steht dem eigentlich nicht dann weg. Aber gemeinsame Auftritte habt ihr schon gehabt, so auf der Bühne? Nein, bis jetzt noch nicht. Noch nicht? Nein, also bis jetzt noch nicht. Bis jetzt haben wir eigentlich haben wir ja nachgefangen, so okay, muss man sagen. Okay. Ja, jetzt ist dein Bruder bei der Kristalltour, warum nicht bei der Ursprungbaum? Ja, fix ist er ja da auch noch nicht. Also, okay, bloß heute Abend mal. Das ist nicht so, sozusagen einmal ein Gastauftritt. Aha. Und man muss schauen, bei den Ursprungbauern, wie gesagt, wir sind nach wie vor zu dritt unterwegs, wir haben gerade drei Leute ein Auto geplatzt, da müssen wir jetzt noch ein bisschen warten. Gut, wie gesagt, wir reden nachher ausführlicher dann nochmal drüber, genau. Ja, Kristallduo aus dem Zillertal, so steht es drauf, aufgeigt wird im Zillertal. Genau, so. Nur im Zillertal, sonst nirgends, oder wie? Ja, also geigt der Maraibo nicht, wo gerade ein Sort und ein Geigenbogen ist. Also. Was gehört bei euch jetzt alles so instrumental oder von den Instrumenten dazu? Man sieht ja hier Gitarre, Harmonika und Geige. Ist das alles oder habt ihr noch mehr Instrumente dabei? Ja, wenn es mir jetzt ganz sein muss, ich spiele ja Gitarre und einen Bass. Und Keyboard hätten wir auch noch. Okay. Also wir spielen auch moderne Sachen, nachher von Schlager bis alle Genre eigentlich von Ruck können wir auch spielen. Und also für alles gesorgt, so dass es vom klassischen Frühschoppen bis zum Galaabend reicht, so ungefähr. Ja, eigentlich schon. So, jetzt natürlich die klassische Frage, wo seid ihr anzutreffen? Im Internet, im World Wide Web. Also wir haben momentan auf Facebook vertreten. Eigentlich ist das jetzt das beste Verbindungsmittel sozusagen. Okay. Instagram, gibt es sowas auch? Nein, so da kenne ich mich jetzt wirklich aus. Wird interessant, das sollten wir unbedingt einpflegen oder einführen heutzutage, das gehört schon dazu. Also gerade auch, um vielleicht gegebenenfalls eine jüngere Zielgruppe zu erreichen. Ne? Ja. Weißt du da schon Bescheid über so Sachen? Nein, eigentlich bin ich da sehr abgeschnitten von solchen Sachen. Okay. Aber das wird bestimmt irgendwann auch noch kommen in den nächsten Jahren. Deswegen passt der gut dazu, zu uns, der Franz. Ja, wart nur ein, zwei Jahre ab, ne? Ist er auch so weit. Dann hat er auch mit dem Handy alles Mögliche, dann weiß er da Bescheid. Na, überholt er euch. Ja, kann ich es ja beim Franz lernen. Eben drum, genau. Sehr gut. Na, schauen wir nachher mal noch ein bisschen, was er auf der Bühne da bietet, dass wir da noch ein bisschen was mitnehmen. Und haben wir noch ein paar Auftritts. Eindrücke von euch und ich sage herzlichen Dank für die Einladung, dass wir da sein dürfen. Und denke mal, das war bestimmt nicht das letzte Mal. Hoffen wir natürlich. Genau. Euch alles Gute, viel Erfolg mit der CD. Wir sagen es ja nochmal: Aufgeigt wird im Zillertal. Kristallduo, genau. Achso, der Kristall, das war ja so das typische Markenzeichen beim Grand Prix der Volksmusik, der Bergkristall. Habt ihr sowas auch schon im eigenen Besitz, so ein Bergkristall? Ja, also wir haben eigentlich, muss man sagen, viel angefangen beim Kristall. Das erste Mal gespielt auch so. Und das haben wir jetzt eigentlich auf den ersten Auftritt absolviert. Und oft haben wir eigentlich, machen wir Kristalltour. Okay, gut. Auch wenn ihr jetzt ihn noch dazuholt irgendwann mal, dann müsst ihr ja Trio heißen. Dann müsst ihr den Namen schon wieder ändern, oder? Ändern wir auf den Namen auf Trio. Und dann kommt nochmal einer dazu, ein neues Quartett, genau. Die nächste CD vielleicht machen wir mit dem Franz. Ja, wer weiß. Richtig. Würdest du dich freuen dann, oder? Ja, ich darf mich sehr freuen drüber. Sehr gut. Dann wünsche ich dir auch alles Gute, gell? Dass du wirklich da deinem Papa mal den Rang abläufst. Der ist ein hervorragender Geiger. Fiedel, oder? Er oder was? Du. Ich? Ja. Na, jetzt, ich bin einmal noch bei der Ursprungbaum eingespannt, das passt schon. Ja, nein, ich meine, dass er vielleicht mal in deine Fußstapfen dann tritt irgendwann. So wenn wir schauen, das wird die Zeit mit sich bringen, genau. Also das lassen wir mal auf uns zukommen. Also, gut, dann sage ich herzlichen Dank fürs den Besuch hier im Zillertal, dass wir wieder da sein durften und in diesem Fall nochmal hier die CD. Jetzt liegen hier drei da, jetzt warte doch nochmal eine Frage. Ich muss nochmal eine stellen. Dürfen wir da noch was verlosen? Von mir aus nur. Okay, dann sagen wir mal an unsere Zuschauer eine kleine Quizaufgabe. Ihr habt es jetzt vielleicht vorhin gut gehört, mitverfolgt. Wie lange sind das Kristallduo schon unterwegs? Die magische Zahl, die brauchen wir jetzt. Und das Ganze dann an info@promigeflüster.de, die richtige Lösung. Die Zahl, Klammer haben es gesagt vorhin, genau. 8. Genau, also. Genau, also. Dann eine von dreien hauen wir raus. Prima.
diesem Sinne, bis zur nächsten Ausgabe, euer Frank Stiller und Gestalt-Tour. Ja. Auf geht's!